Hallo, ich bin Raja, ein Redakteur vom Uniradio Mephisto 97.6. Ich bin heute auf der Leipziger Buchmesse, also die zweitgrößte Buchmesse Deutschlands. Und jetzt schaue ich mich hier ein bisschen um. In den 4 Tagen, an denen die Buchmesse stattfindet, kommen rund 250.000 Besucher, die nicht nur aus Leipzig kommen, sondern von überall her. Ich komme aus Mülheim an der Ruhr. Ich komme aus dem Vogtland. Aus Dresden. Aus Freiberg. Aus Potsdam. Aus Stade bei Hamburg. Ich bin das erste Mal hier und möchte einfach mal gucken. Wir gucken uns die Stände von Fachverlagen an, gucken, was es zum Thema Geografie, Ethik und Medienpädagogik gibt und ja, versuchen uns einfach gerade einen Überblick zu verschaffen, was gerade so der Büchermarkt alles Neues hergibt. Ich gehöre zur Fachstelle, zum Bistum Osnabrück und bin quasi mit dem ganzen Bus hier mit Frauen, die in katholischen Büchereien arbeiten, um quasi uns dann hier nochmal inspirieren zu lassen, was es so Neues gibt. Ich bin hier heute als Autorin und Selbstpublisherin auf der Buchmesse und stelle quasi meine Bücher vor. Ich bin Buchhändlerin und dann guckt man nach Neuerscheinungen, kommt in Gespräche mit den Verlagen und schaut sich neue Sachen an. Ja. Ich bin Illustratorin für einen Kinderbuchverlag. Das ist hier der Verlag Bieber und Butzemann an Stand G305. Und wir haben heute druckfrisch 6 Messeneuheiten, von denen ich eine illustrieren durfte. Und die vertrete ich hier heute natürlich gerne. Mich würde aber interessieren, was man hier außer Bücher noch sehen kann. Nach diesen Geheimtipps habe ich die Leute gefragt. Also für mich ist also sehr interessant, war die Grafikabteilung, weil ich selber auch künstlerisch tätig bin und auf verschiedene Art. Und da war es natürlich sehr interessant zu sehen, was da für Impulse gibt. Es war vom Umweltamt ein Stand da. Da waren sehr interessante Schriften, die man auch kostenfrei nehmen darf, also zu Plastik in vermeiden und so, da habe ich mich bedient. Ja, was immer für Fundstücke gut ist, ist die Antiquariatsmesse. Da gibt es immer tolle Sachen zu entdecken. Und ich bin immer sehr gerne in der Kinderbuchhalle, wo dann eben so die neuen Kinderbücher ausgestellt werden. Und ja, weil man dann durchs Angucken auch viel mehr erfährt, als nur über Kataloge oder Internet und einfach mal selber in die Hand nehmen und durchblättern. Was ich total schön fand, jetzt überall so die kleinen Ecken, wo man sich hinsetzen kann, Buch lesen kann, Kaffee trinken kann, das fand ich jetzt total nett, sehr einladend, ja. Ich finde immer die Graphic Novel Stände sehr schön, ja, war gerade nochmal bei Reprodukt, also wer sich dafür interessiert, ja, sollte sich das vielleicht angucken. Ich habe für mich auf meinen Plan gesetzt, dass am Sonnabend eine Lesung ist von Torben Kuhlmann über das neue Buch Edison und die werde ich mir anschauen, den bewundere ich auch als Illustrator und da hätte ich gern ein signiertes Exemplar. Also unbedingt in die Glashalle gehen, weil da haben wir die meisten Mangas und die meisten verkleidenden Leute dann, die sich dort immer treffen. Das finde ich immer richtig toll, das ist so ein richtig schöner Eyecatcher. Ich persönlich komme auch her, um gerade Cosplayer zu sehen. Gerade Samstag, Sonntag sind wahnsinnig viele Cosplayer hier, die wahnsinnig genial aussehen. Auf alle Fälle sollte man sich das Programm anschauen, weil es gibt hunderte verschiedene Workshops, egal ob es Origami-Basteln ist, Reiseberatungen. Es gibt verschiedene Sofas, das schwarze Sofa, das rote Sofa, das blaue Sofa, wo Lesungen sind, die Autorenlesungen. Leipzig liest, bietet sich natürlich für den Abend total an, da auch noch was mitzuschauen. Aber das kann man alles viel besser im Internet rausfinden, weil da sind schöne, große, kompakte Listen. Es gibt hier so viele verschiedene Dinge, die Geschmäcker sind sehr unterschiedlich. Auf jeden Fall ist für jeden was dabei. Wir Mephisto 97.6 haben auch einen Stand hier. Die Buchmesse läuft immer noch bis Sonntag.
Es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Ich fand es heute auf jeden Fall sehr interessant.